Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Amnesia. Amashin vor... nein, immer noch Dark T-Shirt. Und, habt ihr das Stück Holz gefunden? Würde mich nicht wundern. Na komm, du Stück Holz, du. Wir brauchen also einen Untersteller. Nehmen wir zum Beispiel, weil wir kreativ sind, eine Kiste. Nicht diese Kiste, weil diese Kiste ist unverschiebbar. Und unverschiebbare Kisten können wir, na, rate mal, genau, nicht verschieben. Zack! Und jetzt können wir voll am Rad drehen, aber ich glaube, das machen wir noch gar nicht. Also damit können wir dieses Ding hier öffnen und da geht es dann nach unten hin weiter. Aber ich denke, wir schauen uns erstmal in Ruhe hier noch ein bisschen weiter um. Wer weiß, ob wir nicht noch ein bisschen was hier an Loot finden. Hallo? Ah, nicht so komische Geräusche da draußen. Dämlicher Wookie. Vielleicht mache ich zur Sicherheit trotzdem schon mal auf, falls ich rennen muss. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr, was hier unten so Sache ist. The door is open. Oh ja, das langsame Türen öffnen beherrsche ich wieder absolut super. Nebenbei... Die Flasche, sie wackelt. Nebenbei bemerkt, habe ich beschlossen, ich kommentiere einfach Amnesia und andere Horrorspiele. Ja, dann mach halt Licht an. So. Weil Danny hat nun mal die schlechte Angewohnheit, die Geduld zu verlieren, wenn man... Dies ist nun endlich Bein von meinem Bein. Oder so ähnlich. Aber ich glaube, ich hatte ja auch eigentlich alles und hier gibt es auch keine Notiz, wenn ich mich recht erinnere. Bisschen umschauen kann ich mich ja trotzdem. Nee, hier war ich überall schon. Diese Köter. Ich glaube, das ist tatsächlich dasselbe Köter-Sound wie bei Penumbra, kann das sein? Klingt auf jeden Fall sehr vertraut. Ja, wir füllen mal ein bisschen unsere Flüssigkeit auf und ich denke, dann gehen wir mal eine Runde abtauchen. Ich weiß gar nicht mehr, was da unten weiterkommt. There's no oil left in the barrel. Naja, wir werden es schon herausfinden. Aua! Eine Scheiße. Holy shit, nicht dieser Mist! Killer-Archiv. He crashed through the surface. The dark Atlantic water smothered him as he struggled to make sense of the situation. This doesn't make any... Oh nee, nicht der Scheiß. Oh, wie ich das hasse. Haha. Es ist der Krunko. Fick dich. Hallo Mikko Tarmia, wie geht es dir? Hallo. I'm Mikko Tarmia, the composer from Amnesia The Dark Descent. You may have heard my music before if you played the Penumbra game series. And I did a couple of tracks for Penumbra Tech Demo too. So this is my fifth project with Frictional Games, and I'm happy to be a part of the team. Freut mich von dir zu hören, freut mich nicht von dir zu hören. Ich hasse diese Stelle. The Guardian Monster has its own musical team, which you can hear in many situations in the game, even if the Guardian is not physically present. Actually, it's more like a noise sound than a certain melody, and I played it with my bassoon. The team has many forms, and this one is almost a direct sound coming from the instrument. Ich hasse Wuffy. Also wir haben den immer Fiffy genannt, oder Wuffy, weil er sich nun mal wie ein Hund verhält in jedem Kontext. And this noise which sounds like screaming. It's a highly modified version of it. Ja. Ja. Funktioniert wunderbar. Genau, hier gab es den Hebel, der die Tür da hinten öffnet. Das heißt, ich schaue mich erst da drüben um. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ich habe ihm voll die Zunge rausgestreckt. Was gab es denn hier nochmal? Erstmal ist es hier unten schweinedunkel. Wichtig an dem Kollegen ist halt einfach, dass er langsamer ist als man selbst. Und man deshalb eigentlich einen relativ chilligen Tag mit ihm haben kann.
Die Betonung liegt auf Kant. Ah, Laudanum. Das Dumme ist, ich habe den Mauszeiger ausgestellt. Deswegen ist es gar nicht so einfach, Laudanum zu looten. Fuck you. War da vorne was? Nö. Und hüpf. Blödkopf. Hüpf. Hier noch was? Hau ab, lass mich in Ruhe. Aua! Mistbock! Blöder Mistbock! Beiß dich doch auch nicht! Ja, jetzt stehst vor mir und meinst, du bist es. So, wie geht es uns? A wound is bleeding quite badly. But otherwise we are fine, you know, then it's good, I guess. Blub. Blub. Hey, du hast noch ein paar Schritte. Hier bin ich. This thing's just amazing. So. Was haben wir denn hier drin? Einen. Erstmal ist Fifi natürlich hier. Ja, wir aktivieren den Schalter und ich würde sagen, dann rennen wir panikartig um unser Leben. Unless we jump in the water, then we, I guess we just run for our life. Nimm das, Fifi. Bin da jedes Mal von beeindruckt, wie er versucht, sich Sachen zu holen. Dass er nicht apportiert, ist halt einfach alles. So, wir aktivieren den Hebel und... Rennen! Oh, ich hab's mir anders überlegt. Who's the creature in the water, affectionately called Lurky here at Fictional Games, did not have a sense of sound. Later on we wanted to add it though, so the player could lure it away by throwing stuff in the water. When I added this, something unexpected happened. Lurky started following me. When you jump on the crate, it hears the sound you make when you land and goes there to investigate. This was very fun emergent behavior, and I think it made him even more menacing. I also want to add that Lurker was kind of inspired by my favorite movie as a child, Tremors. I guess this early obsession might also explain some creatures in our older games. Lurky. Okay, ich nenne dich ab heute Lurky, Wuffy. Don't step on the blood. Genau, ab hier haben wir jetzt zumindest Ärmchen. Hängt da ein Schnitzel an der Wand? Ich glaube, da oben hängt ein Schnitzel an der Decke. Wer mag denn hier ein Schnitzel hingehangen haben? Fifi, Fass! Nee, Lurky! So, Lurky war gerade mal eine Runde Buzzy. Lurky? Na, lass es dir schmecken. Du hast es dir ja verdient. Fang Lurky! Ich hasse die Kurbeln. Aua! Lurky, du Schwein! Hat er mich gebissen, der blöde Lurky? Hab dich doch auch nicht gebissen. Ich hab vergessen, dass man mehrere Anläufe braucht, um gegen Lurky anzukommen. Blödkopf. Das nehme ich ihm aber übel. Normalerweise tut er sowas nicht. Er beißt einen doch nicht einfach, wenn man noch gerade dabei ist, mit ihm eben irgendwie Futter zu geben oder so. Ist ja auch unfreundlich. Lurky, merkt ihr, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. In diesem Fall, man beißt in diesem Fall die Hand, die von dem, die einen füttert, einem zugeworfen wird. Das ist okay. So, jetzt läuft er da wieder hin. Nom, nom, nom. Nom. Oh!
Scheiße. Aua. Du Blödkopf. Oh. Dead Flash can't act as destruction. Ach, dieser Fifi wieder. So, mein Öl ist immer noch da. Schön. Zweiter Versuch. Fifi, Fass. Genau, lauf einfach dahin. Lass mich in Ruhe. Geh fressen. So, der ist am Futtern. Und wir rennen mit wachsender Begeisterung hier hin. Ich habe irgendwie geahnt, dass er fertig war diesmal. Fass! So, diesmal schmeiße ich noch einen, bevor ich loslaufe. Da habe ich wenigstens genug Zeit, die Tür aufzumachen. So, die Tür ist auf. Wir nehmen uns nochmal das Händchen. Schmeißen das hier quer durch die Botanik. Und laufen. So, was ging wir denn hier nochmal? Man brauchte die Nadel. Die Hollow Needle. Fick dich! Und benutzt sie auf die Tür. Und schwupp, something large brushed his against his leg and he felt himself being dragged along while he tried as the ocean swallowed him again. Jetzt kam aber nicht dieser Bullshit-Stelle, die Stelle, wo man rennen muss, oder? Ich hoffe nicht, die mochte ich gar nicht. Oh, fuck! I am Tapio, and I made monster sounds and vision sounds for this game. Yeah, I just love this monster. I think it was pretty fun to make, because there was underwater sounds as well as sounds from the above. I think I wanted it to sound like a very big monster, but still very fast. And I thought that voice itself needed to be high-pitched screaming, because water is splashing around and messing other sounds. Actually, a great example is the attack sound, where there is big water splash as it jumps from the water. At the same time, you can hear a short scream sound, which is made from the cat sounds. I think it works great. I think other great sound is when it's just eating in the level. You can hear it eating meat and hear the bones crushing under the water. I made the eating sounds by walking in the water and breaking dry wooden sticks. The sound itself didn't need much processing or editing, because it sounded almost like you hear now. Well, this is water monster, so I recorded lots of water sounds. For example, bubble sounds are made with a watering can, which is sunken in the water. And when it's chasing the player, its movement is made by a big rock, which I just drew in the lake. It feels like it's running after you or hitting its big hands on the water. I think there is lots of power in this monster. Jo. Ein Monster namens Lurky. Und ich kann es so oft Lurky nennen, wie ich will. Diese Stelle hier ist eine der bescheuertsten im ganzen Spiel. This level is the high point of the Lurker build-up, which should have started in an entrance level with the slime appearing. It's supposed to be a sort of roller coaster ride and is designed to be easy enough to be completed on the first try. Yep. It should also be stressful. Many of the things in a level that seems like you barely make it are just scripted to be that way. But it's nothing you notice because they're blending in with the truly deadly stuff. Yo, ist mir aufgefallen. Wie gesagt, die meisten Gegner in diesem Spiel sind nicht wahr, nicht existent. Aber die mal alle rauszusuchen, och, nö, muss nicht sein. Und diese Stelle hier ist wirklich scheiße. Ich renne jetzt hier durch und... Ich hasse es. Gib mir den fucking Hebel. Das war überhaupt nicht hier mit dem fucking Hebel. Philipp, Daniel!
Run! Schneller! Noch schneller! Warum gehen diese Türen alle nach innen auf? It's high fucking level trolling! Oh shit! He felt himself being hoisted out of the ocean. The lacquered hull of ISS Hortensia glittered in the soothing warm yellow light and a setting sun. He turned his head to the calm ocean reaching towards the coast of Portugal and thought, is this another dream? Puh, liebe Freunde, damit erreichen wir einen ganz neuen Abschnitt in Amnesia und ich kann mich nur wiederholen, egal wie oft ich diesen Scheißabschnitt mache, ich finde ihn jedes Mal kacke. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!